Alle Lieben, schön, dass ihr bei meiner Food Lounge wieder mit dabei seid. Es geht weiter mit den Grillrezepten und heute zeige ich euch einen Salat, mit dem ich groß geworden bin. Und zwar das Rezept vom Nudelsalat meiner Mama. Los geht's. Dafür brauchen wir 500 Gramm Hörnchennudeln, eine Dose Erbsen und Möhrchen, inklusive 100 Milliliter Flüssigkeit davon, dann 400 Gramm Hinterschinken, 400 Gramm Remoulade, einen Teelöffel Salz, einen Teelöffel Pfeffer, 2 bis 3 Esslöffel Sonnenblumenöl, einen Esslöffel Senf, vielleicht auch etwas mehr, und 2 bis 3 Esslöffel dunkle Essigessenz. Los geht's. Als allererstes natürlich die Nudeln kochen, abschrecken und dann auskühlen lassen. Und dann geht's weiter mit dem Schinken. Den schneide ich jetzt, ich sage jetzt mal, in dünne Würfel. Ihr könnt auch solchen ganzen, also so einen dicken, von 1 bis 2 Zentimeter dicken Schinken nehmen. Ich persönlich mag das nicht so, deswegen nehme ich lieber Scheiben und schneide die in Würfel. Dann habe ich hier meine Nudeln. Ich habe jetzt hier die Erbsen und Möhrchen. Das ist so eine Dose, kennt ihr bestimmt. Da sind jetzt die Möhrchen noch lang. Ich schneide die klein. Also diese Arbeit mache ich mir und es sieht viel aus, aber es ist es wirklich nicht. Also das ist eigentlich ziemlich schnell immer klein geschnitten. Also ich mag es so lieber, wer sie ganz lassen möchte, lässt sie ganz. Ansonsten schneidet er sie eben auch so wie ich in Würfel. Ja, das kommt jetzt einfach da rein ohne Flüssigkeit. Abgesehen, ich habe das vorher abgesiebt, die Flüssigkeit aufheben, die brauchen wir noch. Dann kommt hier jetzt mein Schinken hinein. Ja, der kleine Nachteil, wenn man so in kleine dünne Würfel schneidet, man muss das ein bisschen auseinanderfitzeln. Aber wenn man dann durchrührt, dann löst sich das auch ein bisschen. Also das kommt dann einfach da drauf. Und jetzt wird auch schon gesalzen. Also ich habe so einen guten Teelöffel. Natürlich lieber zu wenig als zu viel, sage ich immer. Denn nachwürzen kann man immer wieder. Und dann auch noch etwas Pfeffer. Einfach darüber geben. Und dann kommt auch schon meine Remoulade. Also das ist eine ganze Tube Remoulade. Ja, also das muss sein. Und dieses Rezept ist aber mindestens für 10 Personen. Ja, also so richtig schöne, ordentliche Menge. Jetzt habt ihr gesehen, ich gebe hier einen Senf drauf. Bitte mit dem Senf auch vorsichtig sein. Bei mir ist immer so gut ein Teelöffel, maximal 2, je nachdem, was ihr für einen Senf nimmt, einfach drauf geben. Also passt bitte auf. Dann habe ich hier ungefähr 100 Milliliter von diesen Saft aus den Möhrchen und Erbsen, aus der Erbsendose. Die gebe ich damit rein, weil es einfach auch noch ein bisschen Geschmack ist. Da habe ich das jetzt ein bisschen verrührt. Und dann kommt noch das Öl drüber und Essigessenz. Mit dem Essigessenz ebenfalls aufpassen. Der ist ziemlich scharf, würde ich jetzt mal sagen. Und deswegen kommt da auch ein bisschen Flüssigkeit rein, denn dann wird das Ganze etwas milder. Dann rührt er das Ganze einfach durch, eventuell nochmal etwas nachschmecken. Nicht nachschmecken, nachwürzen. Und dann ist dieser Nudelsalat auch schon fertig. Was wichtig ist, er sollte wirklich so 1-2 Stunden so durchziehen. Ja, und dann nochmal abschmecken. Und dann ist der beste Nudelsalat für mich fertig. Ja, das war's dann auch von mir. Ich hoffe, das wird euch gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal und wir sehen uns ganz bald wieder. Dann wünsche ich euch noch einen tollen Tag. Bitte bleibt gesund und passt auf euch auf. Und bis demnächst. Tschüss.